damit willkommen zu einem neuen Spiel, Polizei-Hubschrauber-Simulator. Hallo zusammen. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Oho. Ich bin ja schnell jetzt. Apropos schnell, das Pad ist auch sehr schnell empfindlich. Gut, da verläuft wenig Stockende. Okay. Heck, aha. Also heutzutage hat man so einen Klicker quasi. Detailreich. Ich weiß gar nicht, welches Spiel es noch so gab von Aerosoft. Ich guck da mal gleich mal. Ich glaube, die haben auch beim Flugsimulator haben wir so mitgemischt. Bei einem Zugsimulator. Und wenn mich nicht alles täuscht, bei Farming Simulator waren die doch auch mit dabei. Ne? Wenn schon was los hier unten. Okay, es gibt einfach nur die Geräusche. Simulatoren natürlich. Ja. Und da steht eine Figur. Oh. Mahlzeit! Mahlzeit, ja. Los. Leitstelle an Pirol 240. Tirol 240 hört. Das sind wir. Aufgrund besonderer Umstände sollen wir einspringen und einen Abgeordneten befördern. Er soll am Krankenhaus abgeholt werden. Den Zielort geben wir euch durch, sobald er ihn dort aufgenommen hat. Tirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Warum geht die Tür einfach zu? Alles senkrecht? Eigentlich hätte ich jetzt voll Bock rauszugehen, zu fliegen, wenn man wüsste, wie man hier rauskommt. Ruheraum, Ruheraum. Ah. Wir müssen da hin, raus. Sehr laut, habe ich das Gefühl. Okay. Muss ich hier rein? Sorry.
Junge, jetzt gucken wir mal. Kann ich hier einfach irgendeinen nehmen? Okay, steht doch bloß einer da. Ach ja. Piloten sind ja auf der anderen Seite. Jede Taste einfach so drücken. Schön, dass er mit die Stau. Aha. Gucken wir uns jetzt mal die Steuerung an. In Kamera, Außenkamera, lalalala. Instrumente umschalten. Rotation, Schub erhöhen. Rechts drehen, links drehen. Und das ist neigen. Dann ist es ja lieber Battlefield. Passt das ja. Suchscheinwerfer ist F. Okay. Ups. Langsam. Erstmal starten würde. Jetzt in Kamera 4.
Kontakt mache ich ständig irgendwie aus. So, ich kann mal vorne wieder hoch. Das ist ein Abos, das ist natürlich sehr realistisch. Pirol 240 an Leitstelle. Wir haben den Abgeordneten aufgenommen. Pirol 240, bringt euren Gast jetzt bitte auf direktem Weg zum Sportflugplatz. Pirol 240 an Leitstelle. Wir haben verstanden und melden uns, sobald wir am Zielort sind. Wir haben verstanden, Pirol 240. Okay, ist deine Kameraliste sich echt besser fühlen. Das ist eigentlich untypisch für ein Simulator-Spiel. Extern besser. Warum sind hier eigentlich nur so Punkte? Geht der Tür drüber? Kunststoff verstecken. Ja, das war schon gut. Dann muss ich den Schein jetzt auch noch machen. Aber wir müssen hier hin machen. Ich habe die Minimap, die können so böse sein. Das sehe ich. Wir haben doch Schaden genommen. Na gut. Hallo zusammen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Sind das ja alles nur so
weiter auf den... die Tür. Sind das alles nur so Random-Einsätze? Irgendwas nach A, nach B gucken irgendwie, blablabla. Ich meine, das Spiel kostet nur 20 Euro, ne? Oh, Küche. Open Glas. Schön, denke ich mal, wieder gehoben. Und was ist das? Ach, Pilze. Bühne clear. Knoblauch 10, jawohl. Ach, hier ein Pfannenadapter. Als die Pfannenhöhe nicht reicht, kann man den da drauf machen und dann kannst du das vollhauen. Was ist da drin? Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Es wurde uns eine vermisste Person gemeldet. Die Angehörigen teilten uns mit, dass sie bereits vor Stunden wieder zurück sein wollte. Die Person ist mit dem Fahrzeug unterwegs und sollte sich in der angezeigten Region befinden. Fahrzeugbeschreibung: Typ Limousine, Farbe grün. Wir haben verstanden und machen uns sofort auf die Suche. Hallo, klingeln. Was ist das hier? Bisschen scharf. Ja gut, gehen wir da rein, weil aus dem Rum will ich nicht. Muss jetzt schnell gehen. Wir müssen die Vermisste finden. Können wir eigentlich mit den Autos auffahren? Verbleibende Zeit. Ach hey. Motoren an. Allein bis die Motoren gestartet sind, brauchst du dafür viel. Jetzt haben sie gut umgesetzt den Motorstart. Fast wie ein Esch. Ich glaube, ein Esch dauert sogar noch einen Ticken länger. Fehlt so ein bisschen die Animation, so ein bisschen Nebel raus und Ding. Wir können ja nochmal Grafik gucken. Hier. Ist nur bis hoch. Immer bis hoch. Ist auch nur bis hoch. Boah. Na gut. Den Sound jetzt gerade geschrottet, ja. So. Guck mal hin. Okay, zu hoch, zu hoch. Zweiter Absturz. Na gut. Sag ich schon. Naja, als Anfängerpilot. Hallo zusammen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Heute steht zunächst ein normaler Patrouillenflug auf dem Dienstplan. Mach dich also direkt mit dem Helikopter auf den Weg und halte Ausschau nach Auffälligkeiten. So, ja, endlich. Das war's auch schon. Kann ich gehen? Dann mal alle ab an die Arbeit. Endlich einfach mal nur rumfliegen, ein bisschen mit der Maschine erstmal vertraut werden. Wo man hier auf Zeit Sachen aus Parkett hinlegen muss. Also. Okay.
Ah, warte mal, hier unten noch die WCs. Kann man nicht rein. Nö. Hände waschen nicht vergessen. Alter, wie sieht das denn hier aus? Dann hier oder was? Airflow. Amazing Hand Wiretech. Ja? Das gute alte Papier. Oder so, oder halt Handtücher. Hier ist. Hier durch. Ja, benutzen. Oh, rot markiert. Was haben wir hier eigentlich? Können wir hier noch tanken und so zu? Cool. Kann ich hinten einsteigen, dass die Tante da fliegt? Nein. Wir haben doch bestimmt noch so eine Digitalkamera an Bord. Tirol 240 verlässt Staffelgelände. Ein Höfchen. Was haben wir hier? Ja. Das wird jetzt ein Chemieverbot. Irgendwas anderes. Das ist. Vielleicht spielen wir es auch mal weiter und mal sehen. Oh, das war ein. Ich meine, es gibt ja noch mehr Karten, das ist ja jetzt die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bildschirm-Teilweise. Bei gefunden natürlich. Alebau. Auch so ein Simulator, ich weiß, wir sind da wieder hier, ich glaube, war das Tracker-Simulator, diesen riesen Kran da fahren konnte. Ich
so dass man brav ist. Ich glaube, wir finden dann auch wieder zurück. Ja, gut. Was ist jetzt passiert? Klärt's mir einfach. Wollt ihr landen? Hallo zusammen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Ja, das ist der Alltag eines Polizeihubschrauber-Simulator-Fliegers. Langes Wort. Wie geht's? Die haben erstmal nichts Besonderes und warten eigentlich nur auf irgendwas. Bis dann der Heli wieder kaputt geht. Also ich habe ja schon einige Simulatoren gesehen, aber... Ja, so, es hat auf jeden Fall was. Ne? Ist ja mal dahingestellt. Komm, wir gehen mal zu dem Auto dahin. Gucken wir, ob wir das fahren können. Aber es kann doch nicht sein, wenn ich irgendwo ganz sanft lande. Einfach mal so, dass man dann kaputt geht. Dann, naja, war ja kein Problem gestern, lalala. Das ist ja schön. Wir sind jetzt, welcher Tag ist das jetzt? Vierter Tag. Wir haben schon drei Helis geschrottet. Ja, gut. Oh, wir können sogar springen. Was im Einsatz zum Vorteil ist. Für den Kniff da haben wir keinen, ne? Nö. Ah Gott. Wie wir oben sind. Jetzt können wir uns nochmal den Heli ein bisschen angucken. Hier haben wir das Licht. Irgendwo. Aber auch Megafon, Suchscheinwerfer, Radar nehme ich mal an, oder Nachtsicht und dann hier diese 360 View-Kamera. Ja, nicht so aus mit den Hubschraubertechnik-Kram, aber... Na gut, müssen wir den Vogel wieder volltanken.